Ich bin ein Faultier und selten wach. Ich schlaf den ganzen Tag und vielleicht. Ja, ahoi und herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Da ist er wieder, euer Hoda mit einem neuen Let's Play World of Warships. Ja, aktuell läuft ja noch der Diamanten-Event. Ich habe genug gesammelt, um mir ein zweites Schiffchen kaufen zu können. Und zwar ist das die Katori, der Tier 3 Premium-Kreuzer der kaiserlich-japanischen Marine. Sieht eigentlich sehr, sehr hübsch aus von der Tarnung her, gefällt er mir vor allen Dingen. Und ja, wir gucken uns einfach mal datentechnisch an, was dieses Schiffchen so drauf hat. So, fangen wir mit der Überlebensfähigkeit an. Er kommt mit 22.000 Trefferpunkten daher, hat eine Panzerung von 6 bis 51 mm. Ja, guter Durchschnitt, würde ich mal sagen. Artillerie, ja, das Ding ist total unterbewaffnet, würde ich mal sagen. Zwei Zwillingstürme, 140 mm. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Okay, schießen alle 7 Sekunden, drehen sich mit 22 Sekunden, haben eine maximale Streuung von 126 mm, das ist schon mal ganz in Ordnung. So, was ist noch zu sagen? HE-Granate macht einen Höchstschaden von 2400 bei einer Brandwahrscheinlichkeit von 10% und die AP-Granate macht einen Höchstschaden von 2700. Das einzige Positive hier dran ist eigentlich die Feuerreichweite von 13,5 Kilometer. Ansonsten sind die Dinger doch eher wirklich, ja, zu schwach für das Tier, sage ich mal. Wenn wir wenigstens 139 mm gehabt hätten, dann hätten wir von dem Captain Skill profitieren können und hätten noch ein bisschen mehr Reichweite gehabt. Aber nein, das gönnen sie uns nicht. Geben sie uns 140 mm und damit fällt der Captain Skill raus. Wir haben auch noch eine Sekundärbewaffnung und zwar einen Zwillingsturm mit 127 mm. Ja, ich denke mal, das sollte nicht allzu viel bringen. So, gehen wir weiter. Torpedos hat das gute Ding auch. Das ist hier dann doch mal eine recht hübsche Sache auf Tier 3. Und zwar haben wir eine Torpedoreichweite von 7 Kilometern bei einer Laufgeschwindigkeit von 57 Knoten. Das ist ganz in Ordnung und eine Nachladezeit von 39 Sekunden. Davon haben wir einen Zwillingswerfer auf jeder Seite. Das ist aber eigentlich auch schon die einzig nennenswerte Bewaffnung. Wie gesagt, die Geschütze, naja, sagen wir mal nichts dazu. So, Flugabwehr hat das Ding auch. Gucken wir mal rein. Flugabwehr liegt bei 25. Na, was soll ich dazu sagen? Vier Zwillinge mit 25 mm. Damit kann man vielleicht die Fische oder die Möwen erschrecken, aber nicht wirklich Flugzeuge. Und dann haben wir noch einmal mit der Zwillingsturm mit 127 mm macht auch noch mit bei der Luftverteidigung. So, Manövrierbarkeit. Jetzt kommt das große Lachen. Das Ding ist 18 Knoten schnell. 18 Knoten in Zahlen 18. Also das ist wirklich lächerlich. Da überholt ich ja sogar eine St. Louis. Ja, die Schlachtschiffe sind auch ungefähr 18 Knoten schnell auf dieser Tierstufe. Das heißt, wir können den Dingern nicht mal wegfahren. Haben einen Wendekreis von allerdings nur 430 mm und eine Ruderstellzeit von 6,5 Sekunden. Das ist ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit ist einfach lächerlich. Wenn die uns ja immer an den Eiern haben, dann haben sie uns. So, Verborgenheit 76 ist jetzt allerdings nur so hoch, weil ich hier meinen Zau-Captain drauf sitzen habe. Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser 9,4 Kilometer und die Erkennbarkeitsweite in der Luft sind 4,8 Kilometer. Ja, wie gesagt, es ist jetzt eigentlich nur so gut, weil ich da meinen Zau-Captain drauf habe. Schauen wir mal nach Modulen. Module, naja, so viel gibt es halt nicht auf Stufe 3. So, gucken wir bei den Verbesserungen rein. Wir haben gerade mal die Hauptbatterie-Modifikation 1, um diese mickrigen Türme da auch noch vor Ausfall zu schützen. Und wir haben das Schadensbegrenzungssystem Modifikation 1 drin. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Im Endeffekt ist das wirklich nur ein Sammlerstück. Wir haben hier zwar einen Jäger dabei, den könnte man noch auf zwei aufpimpen, indem wir da Goldmaterialien nehmen. Da hätten wir zwei Jäger an Bord. Aber ob das nun das Kraut fett macht, wage ich schwer zu bezweifeln. Das ganze Ding kostet 450 Diamanten. Wie gesagt, ist eher ein Sammlerstück, aber mit den Torpedos, denke ich mal, kann man doch ganz gut arbeiten. 57 Knoten, 7 Kilometer Reichweite. Guck mal einfach mal, wir springen einfach mal ins Gefecht mit dem Ding. So, und da sind wir auch schon auf die Karte. Großes Rennen hat es uns verschlagen mit unserer Katori, dem äußerst witzigen kleinen Schiffchen. Ja, war früher mal ein Ausbildungskreuzer.
Ja, denke ich mir. Na, für ein richtiges Kriegsschiff ist das Ding einfach viel zu langsam. Ja, Karte, großes Rennen. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ja, weit weg vom Cap komme ich hier. Nimm mit meinen 18 Knoten. Wir geben erstmal vollen Dampf auf die Kessel und dann fahren wir einfach mal los. Oh, vom Matchmaker sieht es eigentlich ganz freundlich aus. Drei Schlachtschiffe, die ich beschießen kann. Eine St. Louis. Allesamt schneller oder zumindest genauso schnell wie ich. Ja, wie gesagt, dann fahren wir einfach mal los. Ja, wenn ich da bin, weckt mich. Naja, gut. Ja, was soll ich denn derzeit noch erzählen? Wie gesagt, es schneit. Die Tarnung sieht echt gut aus an dem Schiff, aber das ist auch schon so ziemlich alles. Jetzt gucken wir mal, was das Ding hier an Schaden raushauen kann. Ich fahre einfach erstmal schnurgeradeaus, weil ich hier ja irgendwo in Kampfdistanz kommen muss. Mit den wahnsinnigen 18 Knoten, die wir jetzt gerade erreicht haben, da fehlen eigentlich nur noch ja, die Ruder, die hier an der Seite rauskommen. Ja, das Ding erzeugt kaum eine Bugwelle. Sozusagen eine strategisch verordnete Schleichfahrt machen wir hier. So, da kommt das erste Ziel in Sicht, leider noch out of range, die Dresden. Da können wir noch nicht drauf feuern, die haut auch schon wieder ab. Wie gesagt, der einzige Vorteil ist hier die relativ große Feuerrange von 13,5 Kilometer. Allerdings können wir hier kein Schiff auf Abstand halten. Wie gesagt, durch diese wahnwitzige Geschwindigkeit, die wir hier haben, können wir nicht mehr abhauen. Wenn wir hier einmal im Kampf sind, sind wir im Kampf. Und dann geht das los. So, da drüben läuft endlich der erste ins Ziel, das ist eine Kohlberg. So, schießen wir mal die ersten Schüsse raus da. Gucken wir mal, ob wir auf die Kohlberg da ein bisschen Schaden machen können. Tier 3, Kreuzer der Deutschen. Erste Salve ging daneben. Naja, das Schussbild geht, sieht gar nicht so schlecht aus. Kohlberg hat sich gerade festgefahren, fährt rückwärts von der Insel weg. Das gibt mir natürlich die Chance, da mal eine ordentliche Salve abzusetzen. Schauen wir mal, ja, 792 Damage mit einem Treffer ist gar nicht so schlecht. Wenn wir ein paar mehr hätten, könnten wir vielleicht direkt sogar Damage machen. So, was ist da vorne? Eine South Carolina versteckt sich hinter der Insel. Steht auch, so wie ich das sehe. Das ist natürlich das ideale Ziel für meine Geschosse hier. Im recht hohen Bogen kommen wir da über die Insel drüber. Und da haben wir wieder einen Treffer für 792. Mit HE-Munition, AP-Munition werde ich hier bei diesem Winkel erstmal nicht benutzen. Nochmal 792. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber bitte nicht vergessen, wir sind hier gerade auf Tier 3. So, jetzt bewegt sie sich dann doch endlich ein bisschen, oder? 608 mit 3 Treffern. Jetzt sind hier vor mir 2 Zerstörer. Da werde ich erstmal unsere Verbündeten hier vorne unterstützen, aber im Kampf gegen die Zerstörer und mal sehen, ob wir da irgendwas reißen können. Wie gesagt, über die Insel kommen wir ganz gut, leider vorbeigeschossen. Tja, auch ich verschätze mich ab und zu mal. Aber da ist ja noch eine Samson. Er ist verdammt lange auch unterwegs hier. Ne? Der Winkel ist verdammt hoch hier bei der Kategorie. Ach, komm schon. Toll, wieder daneben. Ja, 8 Treffer haben wir bis jetzt. Ist noch nicht so doll, aber die kommt gut rein. Jawohl, 792. Das scheint ja der Standardwert zu sein bei der Kategorie. Die Salve kommt mal schön direkt rein und da haben wir ihn raus. Hätten ihn auch noch in Brand gesteckt. Sehr, sehr schön. Also, wenn wir hier in die Kurve gehen, unglaublich, ja, dann gehen wir auf 14 Knoten runter. Ja, 14,8 Knoten, 15 Knoten. Wahnsinn. Ja, das Ding ist wirklich ein Ausbund an Geschwindigkeit. So, haben wir irgendwas in Range? Nein. Aber wir kommen hier auch wirklich nicht weg vom eigenen Cap oder nicht weit weg. Die Geschwindigkeit ist hier wirklich suboptimal. Also das ist, glaube ich, das langsamste Schiff, was ich jemals gehabt habe, ja. Also wer amerikanische Schlachtschiffe hasst, weil die zu langsam sind, der ist die Kategorie noch nicht gefahren. Das ist für einen Kreuzer echt übel. So, South Carolina, 9,7 Kilometer. Auch die Drehgeschwindigkeit der Türme ist nicht toll. Ja, jetzt wandert erst der zweite wieder rein. Man kann damit arbeiten, aber es ist halt nichts Besonderes. Also ich würde das Ding hier definitiv eher als Sammlerstück einschätzen. Wie gesagt, ein ehemaliges Ausbildungsschiff. Na schau einer her, du.
Wir können sogar im vierstelligen Bereich Schaden machen. Haben wir mal 1500er Hit gelandet. Sehr schön. Allerdings ist die South Carolina auch jetzt schon verdammt nah ran hier, wenn die sich entschließt, auf mich zu schießen. Und das tut sie gerade. Sie dreht da ihre Türme in meine Richtung. Dann werden wir ja mal so wenig wie möglich Ziel bieten. Also schön längs fahren. Ja, ich denke mal, vielleicht ist in dem Fall diese, sage ich mal, schöner Treffer, langsame Geschwindigkeit, doch eher ein Vorteil. So, jetzt habe ich sie auch im Brand geschossen, sehr schön. Weil, ja, 2300, der Wahnsinn in Tüten hier, weil die sich hier wahrscheinlich selber verschätzen. Und dich vielleicht nicht so treffen, weil du einfach zu langsam bist. Aber das werden wir gleich sehen. So, wenn ich jetzt auf die Minimap schaue, wird mir gerade ein bisschen flau im Magen hier. Es ist kein Schiff mehr beim Cap. In der Mitte rollt da eine South Carolina auf mich zu. Oh Gott, die ging in die Insel. Hätte ich wissen müssen. Ich komme hier nicht weg. Und ich, ja, Angriff mit dem Ding. Naja. Die armen Auszubildenden hier an Bord, den Befehl, ich nehme ich jetzt in den Angriff zu gehen und ich werde mal sehen, ob ich hier mit meinen Torpedos eventuell was ausrichten kann. Der Torpedo-Abschusswinkel sieht sehr gut aus, geht sehr, sehr weit nach vorne. Das ist dann doch fast schon Zerstörerniveau oder besser wie Zerstörer sogar, besser wie die meisten Zerstörer. Das gefällt mir. Schauen wir mal, ob wir damit was anrichten können. Jetzt ist sie natürlich wieder aus, die South Carolina von hier vorne. Aber die rücken jetzt alle über die Mitte zum Cap vor. Verdammte Scheiße. Und ich stehe hier mit diesem verdammt langsamen Edelkahn hier und muss probieren, da irgendwas zu reißen. So, da kommt noch eine South Carolina in Sicht. Da kommt das nächste Schlachtschiff auf mich zu. Hilfe, rettet mich. Oh je, das wird hier wahrscheinlich übel ausgehen. Schöner Treffer wieder, 792, das Übliche. So, da kommt die South Carolina an Sicht. Wechseln wir noch die Torpedovorhalte. Ach, ja, mal kurz auf die Ecke abgeschossen. Wird schon schief gehen. Und da kommt, ja, was kommt da? Die Campbelltown. Auch im Shop erhältlich. Tier 3 Zerstörer der Briten. Sieht recht wendig aus, die Kiste. Ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir hier wenigstens den einen oder anderen Schuss reindrücken hier. Die ist nämlich schon bei uns im Cap. Jetzt haben wir ja schon 2 Schiffe im Cap. Und es kommt keiner zurück. Schön, da haben wir schon mal getroffen. Na, wie sieht's mit den Torps aus? Und da trifft wenigstens ein Torp. Zwar nicht die Menge an Schaden gemacht, aber was soll's. Nicht mal ein Wassereinbruch, verdammte Kiste. Aber ja, jetzt haben wir wieder jemanden in Brand geschossen. Das war wahrscheinlich wieder die South Carolina. Die Torps haben wieder nachgeladen. Dann gleich wieder raus. Schnell. Schnell hinter die Insel. Gott sei Dank ist die South Carolina genauso schnell wie ich nur, nämlich 18 Knoten. Aber jetzt habe ich hier ein neues Problem. Eine South Carolina vor der Insel, eine hinter die Insel. Unser Cap wird erobert. Verdammte Kiste, das wird hier eng. Das, oh Gott. Was für ein Versteckspiel hier. Aber die Torps sehen wieder ganz gut aus. Und, jawohl, treffen nochmal mit 6800, aber wieder ohne Wassereinbruch. Verdammte Kiste, über die Insel kommen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir hier gegen die nächste North Carolina antreten. South Carolina, die North Carolina hätte mich wahrscheinlich schon lange rausgenommen. Torpedos funktionieren hier noch nicht, oder? Dreht rein. Nee, der dreht wieder weg. Verdammte Kiste. Na, wenigstens mal auf die Kante absetzen, oder? Ja, klar, auf die Kante absetzen. Aber wie gesagt, der Abschusswinkel der Torps sieht recht gut aus. So, jetzt Geschütze wieder hergenommen. Oh je. Das Ding ist echt eine Krankheit hier. Eine Manövrierfähigkeit wie ein einbetonierter Ziegelstein. Unglaublich. Aber wie gesagt, ich bin ja das letzte Bollwerk an unserer... Ah ja, jetzt kommt wenigstens South Carolina zurück und noch ein anderes Schiff. Haben wir wieder eine Cap-Verteidigung. Sehr schön. Und auch ein Ausfall verursacht. Was war das? Das war das ein Overpen-Hit hier. Irgendwie hat er mich nicht wirklich hart getroffen, der Gute. So, wieder im Brand geschossen. Da hinten ist die Emden, die steht auch schon im Cap. Vielleicht können wir da nochmal resetten. Da kommen Torps, aber die waren schlecht abgesetzt von der Campbelltown. Jawohl, haben wir auch im Brand geschossen, wieder ein 1000er-Hit gemacht. Und zweimal das Cap verteidigt, jetzt auf die Campbelltown abgesetzt. Und ja, auch da konnten wir nochmal resetten. Noch eine Cap-Verteidigung, sehr, sehr schön. Wir führen hier nach Schiffen, aber wir haben eben auch, ja, 1, 2, 3, 4 Schiffe im Cap hier, 4 gegnerische.
Das ist eher suboptimal, zumal man den Zerstörer nicht sieht. Und wir haben noch kein einziges Schiff im Cap hier. Schlechte, schlechte Sache, ja. Das Ding wird doch nie etwa verloren gehen. Aber was soll es hier? Wir kämpfen hier wie ein Löwe mit dem langsamen Applecount. Da kommen schon wieder Torps auf mich zu. Ach, mein Gott, Walter. Komm, Reset, Reset. Und, jawohl, wieder resettet. Mein Gott, wenn ich hier nicht bald Unterstützung kriege, ist das Ding hier rum. Dann wären wir nämlich weggecapped. Jetzt haben wir wenigstens mal ein Schiff im Cap. Zwei Schiffe im Cap. Jetzt fangen auch wir an zu cappen. Jetzt müssen wir hier nur noch eine Weile halten. Mein Gott, diese Geschwindigkeit. Leute, ich sag's euch. Mir fallen langsam die Augen zu hier. Aber, wie gesagt, mit Torps kann ich hier nichts machen. Fünfmal haben wir das Cap mittlerweile verteidigt. Langsam holen wir auf mit Cap-Punkten. Allerdings müssten wir hier nochmal irgendwie resetten. Torpedos von vorn, dreh den Mythen hin. Und mein Gott, das Ding ist echt ein bewaffneter Fischkutter. Hektik und daneben in der Hektik. Klasse. So, wir haben schon ein Dreiviertel unseres Caps. Jetzt habe ich auch noch einen Ruderschaden. Komm, komm, komm. Jawohl, nochmal resettet. Sehr, sehr schön. Gib ihm, oh Gott, da kommen die Torps, aber, ja, mein Gott, irgendwann ist halt Schluss. Das ist halt nicht wirklich ein schnelles, wendisches Beispiel für einen japanischen Kreuzer. Ist es wirklich nicht, Leute? Also, wie gesagt, definitiv eher ein Sammlerstück, wobei ich hier doch ganz ordentlich arbeiten konnte. Also, ich habe hier 7-mal das Cap verteidigt. Habe hier, denke ich mal, mit dieser Aktion unserem Team den Arsch gerettet. Allerdings war das auch eher eine unfreiwillige Aktion, weil mit 18 Knoten kommt man halt nicht weg. Ja, in den Angriff gehen mit dem Ding ist völlig für den Arsch. Ich wäre hier nicht mal bis Mitte Karte gekommen. Unglaublich in der ganzen Zeit. Naja, wie gesagt, Sammlerstück. Also wirklich gefechtstauglich. Vielleicht hat sogar der eine oder andere Spaß damit. Also meiner wird's nicht. Ich hab's jetzt im Hafen stehen. Wie gesagt, was soll man sonst für diese ganzen Diamanten kaufen? Hab's im Hafen stehen. Hoffe mal, dass das nicht in den Shop kommt, dass es eben wirklich ein Sammlerstück bleibt. Und ja, dann gucken wir mal. Mein Gott, hier, das ist immer noch knapp. Noch führen die hier. Aber, jawohl, jetzt hat's geklappt. Die South Carolina konnte hier Campbelltown ordentlich treffen, hat ordentlich resettet und jetzt führen wir dann doch, jetzt sieht's gut aus, unsere anderen Schiffe hier haben jetzt einen Vorsprung im Cap. Das ist eine sehr schöne Sache. Dann hat sich der ganze Einsatz hier vielleicht doch gelohnt. Ja, ein Kill konnten wir verbuchen. Ja, die Torpedos haben leider keine Wassereinbrüche verursacht. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Da hätten wir dann doch vielleicht noch einen zweiten Kill abstauben können, aber nein, es sollte halt nicht so sein. Naja, mein Gott, wir haben hier gleich durchgekappt und haben dieses Gefecht gewonnen. Ja, sehr schön. So, gehen wir in die Auswertung. Was haben wir? 44 Treffer haben wir gemacht, 2 Torpedo-Treffer, 2 Criticals, ein Schiff versenkt, 5 Brände und 7-mal das Cap verteidigt für 38.999 Schaden. Na gut, ist nicht doll, ist halt auch bloß ein Dreier mit 2 Geschütztürmen. So, immerhin bringt mich das auf Platz 3. Das ist gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen, für diese komische Kiste. Hier sehen wir nochmal, 6.300 haben die Brände extra noch gemacht. 13.000 habe ich mit Torpedotreffern gemacht und 18.000 so mit der Hauptbatterie. Ist nie wirklich schlecht, sage ich mal. Aber eben, wie gesagt, die Geschwindigkeit dürfte einem hier echt auf die Füße fallen. So, South Carolina ordentlich beschädigt, die mal dann versenkt wurde. Da haben wir immerhin 22.000 Damage drauf gemacht auf die South Carolina. Alleine durch Torpedotreffer und Brände. Schönes Ding. Campbellton haben wir auch mal erwischt. So, South Carolina, naja. Wie gesagt, ihr seht selber. Also, ein absoluter Burner ist das Ding nicht. Ich finde die Taribana da um einiges besser wie dieses Schiff, aber wie gesagt, was soll es, sowas haben wir rausgekriegt, 95.000 immerhin noch und 2.793 EP. Ja, war ein Sieg. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf HODA TV und denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.